Stimmung hier im Saal als im Deutschen Bundestag, oder? Im Deutschen Bundestag stehen wir am Rednerpult, so ein paar Leidensgenossen habe ich ja hier. Wir gucken in die Gesichter von Politzombies, verhärmte Gestalten, blutleer, vertrocknete Hasselmanns, vertrocknete Göring-Eckardts, vertrocknete Roths. Also da fällt das einem wirklich schwer, gute Stimmung und gute Politik zu verkaufen. Wie anders hier? Optimistische Gesichter, gut gelaunte Männer und Frauen, aufmerksame Verfassungsschützer, aufmerksame Polizeibeamte. Das ist Bayern, wie es leib und lebt. Ich fühle mich sauwohl hier und freue mich und bedanke mich, dass ich eingeladen wurde zu dieser Veranstaltung. Thüringen hat mich ausreisen lassen, das ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage, dass Rechtsextremisten, und wenn man auf Wikipedia mich mal googelt, ich bin ja ein ausgewiesener Rechtsextremist, ich weiß zwar nicht warum, aber Thüringen hat mich ausreisen lassen, sogar unter dem durchgeknallten Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer, ihr kennt ihn alle, oder der Paradiesvogel der deutschen Politik, FDP hinter sich gebracht, CDU hinter sich gebracht, jetzt da glaube ich in der SPD, Jurastudium angefangen, abgebrochen, Sozialpädagoge geworden, irgendwie sowas hat er studiert. Dann hat er natürlich den Job gesucht und einen Job in Thüringen bekommen als Verfassungsschutzpräsident. Deine einzige Qualifikation dabei war wahrscheinlich, dass er im Beirat der Amadeo-Antonio-Stiftung auch noch sitzt und von da aus dann steuern kann, wie der Kampf gegen Rechts in Deutschland funktioniert. Noch war Herr Kramer so gnädig, mich ausreisen zu lassen. Deshalb bin ich heute hier. Bin allerdings ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass wir gar keine Antifa-Folklore hier haben ranschaffen können. Wie konnte das passieren, Stefan? Habt ihr da am falschen Ende gespart? Oder? Ich meine, ich komme in so einen Saal rein, alle Leute begeistert. Ich weiß, gibt es hier überhaupt irgendeinen, der mich nicht toll findet? Nee, oder? Also hier werden Fotos gemacht, umarmt, gebusselt werde ich und sowas. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass mit dem Tollfinden ist immer, ich glaube, der eine oder andere weiß, wovon ich rede, ist immer in anderen Landesverbänden wesentlich einfacher, als im eigenen Landesverband toll gefunden zu werden. Ne? Deshalb trete ich auch gerne in Bayern und in Sachsen und in anderen Bundesländern aus. So, hier finden mich alle toll und deshalb braucht man so ein bisschen zum Ausgleich, das geht euch doch genauso, die Antifa-Folklore vor der Tür, oder? Was kommt denn nicht immer hier? Fuck. Fuck. Habt ihr schon mal in die Gesichter geguckt, die das umtreibt, die tatsächlich offenbar Sex mit uns haben wollen? Kamt ihr schon mal umgekehrt auf die Idee, fuck Antifa und die Gedanken, die dahinter stecken, auf die Idee, sowas umzusetzen? Ist doch völlig verrückt, oder? Also ich muss sagen, schade, dass sie nicht da sind. Das wäre so ein bisschen ein Gleichgewicht geworden. Schön aber, und da knüpfe ich an Katrin Ebner-Steine an, die hat gesagt, sie hat die alten weißen Männer heute herzlich hier begrüßt. Die alten weißen Männer, die auch im Laufe der Zeit, Stefan Potschka weiß, wovon ich rede, auch ein bisschen zulegen. Die Diäten führen also nicht direkt dazu, dass man abnimmt. Aber Stefan und ich, wir sind da ganz selbstbewusst. Wir sagen, wir sind nicht dick geworden, Stefan. Unsere Beine sind nur ein bisschen weiter hinten als vor ein paar Jahren, oder? So kommt wieder durch. Aber ich möchte die Chance natürlich noch nutzen, jetzt hier nicht die alten weißen Frauen zu begrüßen, sondern die Frauen überhaupt. Und auch eine Frau, die gerade vor mir mit stolz geschwellter Brust, hat sie ja gesagt, zu uns geredet hat. Also ein Posit, alles Gute an die weißen Frauen, egal welchen Alters, heute Morgen hier von der Bühne in Osterhofen. Alles Gute an die Weiber! So, die Ampel muss weg. Da kocht die Stimmung immer hoch. Ne? Die hellbraune Mischpoke in Berlin muss entsorgt werden. Die drehen ja frei. Was haben wir? Massendemonstrationen auf den Straßen gehabt gegen die Alternative für Deutschland. Und ich habe mich gefragt, hey, wo sind denn jetzt die Massendemonstrationen gegen das Klima geblieben? Hey, wo sind denn die Massendemonstrationen dafür geblieben, dass man sich jetzt auch zum 5., 6., 7., 8. nochmal boostern muss? Wie kann das passieren, dass auf einen Fingerschnips die Volkshysterie umschlägt und man ist plötzlich woanders? Und ich habe gelesen, dass es nicht völlig ausgeschlossen ist, dass die tatsächlich alle gechippt wurden. Die haben mit ihrer Corona-Impfung zwei weitere Chips implantiert bekommen, nämlich einmal die Klimademonstrationschips, da scheint die Wirkungsdauer abgelaufen, und der zweite Chip soll gewesen sein, die gegen Rechtsdemonstrationschips, und die entfalten gerade ihre Wirkung, und so erklärt das, warum auf einmal Hunderttausende hysterisch werden und auf einen Schnips aufgrund einer erfundenen Geschichte eines Skandals zwischen Geheimdiensten und Medien auf die Straßen gehen. Also
Also ich bin nicht ganz überzeugt von dieser Theorie, aber ich glaube, es steckt was dahinter. Anders ist es nicht zu verstehen, wie diese Massenhysterie in Deutschland aufgrund von Fake-Informationen aus dem Staatsfunk dazu führen kann, dass Hunderttausende auf die Straßen gehen und den größten Unsinn erzählen und nur das erzählen, was die Regierung will. Also das ist keine Demonstration, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Das ist eine Pervertierung des Demonstrationsrechts in Deutschland. Das Grundgesetz sieht vor, dass der Bürger, wenn er nicht einverstanden ist mit den Regierenden, geht der Bürger auf die Straße. So funktionieren Demokratien. Sie funktionieren nicht so, dass die Regierung dazu aufruft, gegen eine Opposition auf die Straße zu ziehen. Das ist eine perverse Art und Weise des Umgangs mit den Grundrechten in Deutschland, die wir so nicht akzeptieren können. Die Leute haben die Schnauze voll. Sie lassen sich nicht mehr verarschen von den Altparteien, vom Staatsfunk und Co., von einer linksgrünen Funktionärselite, die völlig abgehoben ist und sich und ihre Kamarilla in Berlin und im Land in Saus und Braus leben lässt, während sie uns vorschreibt, Käfer und Ungeziefer zu essen fürs Klima. Das ist auch so der Schwenker. Ne? Vor ein paar Monaten war noch Insektensterben. Huch, jetzt Leute, fresst Käfer, bis ihr würgt. Fresst Käfer für das Klima. So ändert sich das. Aus keine Waffen in Krisengebiete wurde Atomwaffen in Kriegsgebiete. Das sind die Grünen, das sind die Altparteien, die uns jeden Tag die Hucke voll lügen und übermorgen das Gegenteil von dem erzählen, was heute wahr gewesen sein soll. Käfer essen für das Klima. Lasst es euch schmecken. Ich finde da besser Bier trinken für den Regenwald oder für den heimischen Wald. Und da sagte mal jemand, liebe Leute, lasst uns heute so viel Bier trinken, dass der Borkenkäfer übermorgen Burnout bekommt. Also Prost erstmal, hier nochmal von hier vorne. Wir sollen mit dem Lastenfahrrad fahren, wurde schon erwähnt. Flugverbote 15 Minuten statt. Bloß, dass wir uns nicht mehr wegbewegen können. Auf der anderen Seite haben wir hunderttausende Flugkilometer von Annalena Baerbock, die ja gesagt hat, nein, ich werde Linie fliegen, wenn ich Außenministerin. 3% ihrer Dienstreisen hat sie mit dem Linienflugzeug absolviert. Die Flugbereitschaft, liebe Freunde, ist zu einer Air Force One verkommen. Air Force One, Annalena Baerbock, wir wissen selber, 10.000 Euro im Monat alleine für die Frisur dieser Dame werden ausgegeben. Das sind ungefähr 350 Euro am Tag, so viel wie ein normaler Durchschnittsrentner wahrscheinlich im ganzen Monat nicht zur Verfügung hat. Diese Dame lässt sich auf Staatskosten frisieren und visagieren. 10.000 Euro im Monat lässt sich durch die Flugbereitschaft, durch die Gegend kutschieren. Air Force One heißt ihr Düsenflieger, der jetzt hier unterwegs ist. Und wir sagen, nee, macht's doch einfach wie bei der AfD, liebe Freunde, stellt doch einfach mal hübsche Politikerinnen auf. Das wäre doch auch mal ein Ansatz, oder? Um Friseur- und Visagistenkosten zu sparen, stellt doch mal hübsche Politikerinnen aus, da kann man Geld sparen. Und das ganze Geld, was dann so übrig bleibt, könnte man ja zum Beispiel in einen Englischkurs für Annalena Baerbock investieren, dass sie Russland nicht aus Versehen den Krieg erklärt. Und der Klassiker ist ja dann so, wenn man sie so hört, I understand only train station. Kommt meistens so von ihr dann auch, ja. Ich meine, die ist ja die Blödheit auch ins Gesicht geschrieben, dass sie dann natürlich nur Bahnhof versteht für die nicht muttersprachlichen Englisch-Sprechenden hier unter uns, ist natürlich dann selbstverständlich. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass Annalena Baerbock Außenministerin ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Visagistenkosten wären, wenn da Frau Roth, Frau Göring-Eckardt oder Ricarda Lang zu versorgen wären. Also auf der einen Seite, es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Ja, ich kenne das Gefühl auch. Ich weiß nicht, Stefan, wenn wir im Bundestag Fahrstuhl fahren, da trifft man ja auch. Also wenn wir beiden im Fahrstuhl stehen, da denkt man sich schon, huch, hoffentlich hatten wir einen deutschen Ingenieur. Ne? Aber wenn dann die Tür aufgeht und Ricarda Lang kommt rein, da denkt man sich, hoffentlich haben wir auch deutschen Stahl. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, mit wem man im Bundestag in den Fahrstuhl steigt. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, hat die ihre Beine auch so weit hinten wie wir? Oder die hat immer so ein Kaftan-ähnliches Ding. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da möchte ich mich auch nicht festlegen. Ja, Annalena Baerbock, kann man herrlich Witze drüber machen. Damit könnte ich den ganzen Tag wahrscheinlich hier euch unterhalten. Aber wir haben auch noch Olaf.
Olaf der Vergessliche. Ja, ich habe einen schönen Karnevalswagen gesehen, er nannte sich Olaf. Olaf ist auch schön, oder? Wir hatten ja gerade das Spiel, was passiert, wenn der Scholzomat. Und da muss man sagen, da waren die SPD-Mitglieder wirklich mal schlau. Sie haben ihn ja bei der SPD-Kandidatenwahl, bei der Vorsitzendenwahl durchfallen lassen. Also sie wussten schon, was das für eine Pfeife ist. Aber was passiert, wenn Olaf auf Joe Biden trifft? Der eine weiß nicht, wo der ist und der andere weiß nicht, worum es geht. Ja? Ich habe mir erst mal so aufgeschrieben. Könnte so sein. Ihr kennt noch Weißes Haus, ungefähr ein Zehntel so groß wie unser Bundeskanzleramt mit Anbau demnächst. Wir bauen ja für eine Milliarde an am Bundeskanzleramt und nicht nur da. Ach, so wollte ich eigentlich anfangen meine Rede, mit sagen, hallo ihr Ratten, hi, ihr Ratten. So wollte ich meine Rede eigentlich anfangen. Euer Frank-Walter Fischfilet hält euch alle für Ratten, weil ihr uns Ratten hinterherläuft. Und zum Dank für Frank-Walter Fischfilet. Warum Frank-Walter Fischfilet? Weil er eine Affinität hat für diese ja bekloppten Gewaltkombos wie Fischfilet und KIZ. Dieser Frank-Walter lässt sich sein Schloss Bellevue auf Rattenkosten für 500 Millionchen bisschen aufmotzen. Schön, oder? Das ist unser Bundespräsident. Und damit es ihm in der Zwischenzeit in den 2-3 Jahren auch gut geht, lässt er sich noch für 200 Millionen Euro eine Übergangsunterkunft errichten. Oh. Ich persönlich sage, liebe Freunde, und da bin ich nicht ganz im Einklang mit dem Grundsatzprogramm der AfD, wir brauchen keine Direktwahl des Bundespräsidenten, wir brauchen gar keinen Bundespräsidenten und schon gar nicht diesen, der zurzeit da im Schloss Bellevue logiert. Ich weiß nicht, wer kennt das Buch George Orwell 1984? Da haben wir ähnliche Entwicklungen wie in der heutigen Zeit. Wir haben auch Staatsdrogen, heute Cannabis, damals war es der Victory Gin. Wir haben Staatsmedien, die Propaganda rund um die Uhr rausblasen. Wir haben eine Einheitspartei. Wir haben eine abgehobene Funktionärselite, wir haben Geschichtsverfälschung, wir haben Kriegsrhetorik, politischen Kindesmissbrauch. Alles das findet man im Buch 1984 und auch die Negierung von Fakten. 2 + 2 = 5. Wenn die Partei das sagt, dann ist das so. Man muss es nicht nur so glauben, dann ist das so. Genau wie heute uns klargemacht wird, es gibt nicht 2 Geschlechter, sondern irgendwas zwischen 2 und 8 Milliarden. 8 Milliarden, ihr habt richtig gehört, bei einer Diskussion mit einem schwulen Vertreter sagte der, es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. So, und da ist ja auch schon jede Liste so ein bisschen überfordert, wenn ich dann Reißverschlusssystem oder so machen will. Ne? Aber wir nehmen es mal hin, also wir haben nicht 2 Geschlechter, wir haben irgendwas so um die 125, wobei sich mir nicht erschließt, bei 2 Geschlechtern erschließt sich mir das. Das ist biologisch begründbar, aber die anderen 123, hat da einer eine Idee, was die Biologie sich dabei gedacht haben könnte? Auch nicht, oder? Also das überfordert sogar uns. Deshalb rufen wir den Altparteien zu, euer Gender-Scheiß interessiert in Deutschland keine Sau. Bei uns gibt's nur Jungs und Mädels, Mann und Frau. Jawohl. Muss ich mir auch aufschreiben. Deutschland ist politisch, altparteientechnisch eine Psychiatrie. Die geschlossene Abteilung ist wo? Die sitzt auf der Regierungsbank in Berlin. Wissen wir alle. Wir kämpfen dagegen, liebe Freunde, für Freiheit, für Demokratie und Grundrechte. Und dafür stehen in Deutschland nur wir. Wir haben viele, viele Jahre lang, gerade in der Corona-Zeit, die Fahne der Grundrechte hochgehalten. Wir haben das Grundgesetz hochgehalten an der Seite der Bürger. Und wir werden weiter dafür kämpfen. Im Osten geht die Sonne auf, liebe Katrin, hast du gerade gesagt, nicht ganz korrekt von hier aus gesehen. Ist eher der Norden, wo die Sonne aufgeht, aber wir wissen, was du gemeint hast. Also in diesem Jahr 2024 geht es ums Ganze. Es geht darum, aus Deutschland, aus dem verkommenen, inzwischen verkommenen Land der Kuscher und Pfuscher, wieder ein Land der Dichter und Denker und der erfolgreichen, optimistischen Vaterlandsliebhaber und Liebhaberinnen zu machen. Dafür kämpfen, liebe Freunde, auch an diesem Aschermittwoch. Alle gemeinsam und ab morgen wieder auf den Straßen für unser Land, für unsere Alternative für Deutschland. Ich bedanke mich nass geschwitzt hier auf der Bühne für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Redner. Vielen Dank. Soweit also der erste Auszug von Stefan Brandner. Gleich hören wir auch noch Maximilian Krahl, den Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl, aber wollen jetzt erstmal einordnen mit Professor Emanuel Richter, uns weiterhin aus Wiesbaden zugeschaltet. Herr Richter, das war jetzt ein Auftritt, der eher... Oder anders gefragt, war das jetzt ein Auftritt mit einer politischen oder einer persönlichen Abrechnung?
Das war an vielen Stellen sehr persönlich, ungewöhnlich für Aschermittwochsreden und teilweise auch unterhalb der Gürtellinie, etwa wenn er über die Grünen-Vorsitzende sprach. Also insofern hört man dem mit etwas gemischten Gefühlen zu. Und ansonsten ging es natürlich sehr stark ums Gender-Thema, also auch ein Lieblingsthema der AfD, übrigens ja auch der Linken, unter Sarah Wagenknecht. Also insofern berühren sich da die Extreme wieder. Aber es war an vielen Stellen jetzt nicht sehr politisch, sondern es war wirklich die Polemik gegen die Ampel, gegen die Mitglieder der Ampel, gegen einzelne Personen. Also insofern fehlte da vielleicht so ein bisschen die politischen Untertöne. Also wirklich Themen, die eben die gesamte Bevölkerung bewegen. Und insofern war es eine Rede, die sich sehr stark eben nur an die eigenen Mitglieder richtete. Und die AfD ist ja auch in gewisser Weise neu in diesem Geschäft der Aschermittwochsreden. Also insofern war das vielleicht auch wieder so ein bisschen Ausprobieren der Rolle, wie man als eine sehr extreme Oppositionspartei an solch einem Brauch mitwirken kann und den mitgestalten kann. Trotzdem, also ja, ausprobieren verstehe ich. Trotzdem frage ich nach, wie viel Bierzelt-Sprech darf denn erlaubt sein am politischen Aschermittwoch? Und wie persönlich darf es denn sein? Also wenn es dann auch noch, ich habe auch noch die Blödheit ins Gesicht geschrieben, war ein Zitat bei Außenministerin Baerbock und eben auch das Thema mit Air Force One und alles, haben wir gerade alles gehört. Aber wie viel ist erlaubt? Also gewöhnlich ist es so, dass diese Reden sehr, sehr politisch sind und man den politischen Gegner in Hinblick auf seine politischen Vorhaben, auf sein politisches Verhalten hin kritisiert. Das darf dann durchaus sehr polemisch sein. Insofern war die Rede von Brandner etwas ungewöhnlich, weil eben da zu viel von den persönlichen Angriffen drin war. Und das Geschick und die Attraktion dieses Aschermittwochs liegt ja darin, dass man eben die Kritik an den politischen Gegnern sehr humorvoll darbietet und dass man eben ja das mit einer sehr hintergründigen Ironie versieht. Das war jetzt bei Brandner nicht der Fall. Das war sehr direkt. Also insofern, wie gesagt, ein etwas ungewöhnlicher Stil der Aschermittwochsrede. Aber ja, vielleicht probiert man sich bei der AfD da auch noch aus, welche Rolle zur Partei passt im Hinblick auf solche Reden. Gucken wir mal auf den Inhalt. Das Thema Gender haben Sie gerade schon angesprochen. Welche politischen Inhalte sind außerdem hängen geblieben? Naja, es ist eigentlich nach wie vor sehr stark die Kritik an der Ampelregierung und es ist so ein bisschen auch wieder das eigene Stilisieren in Richtung Opferrolle. Nun ist das ja in der Tat ungewöhnlich. Die Stimmung im Lande wendet sich ja im Moment teilweise jedenfalls gegen die AfD insofern, als dass man eben jetzt von Seiten der AfD die mit Vorwürfen konfrontiert ist und eine Art von Diskriminierung oder Verunglimpfung erfährt, die man sonst eben eher selbst ausgesprochen hat gegenüber den Fremden, gegenüber den Flüchtlingen und so weiter. Also insofern ist da so eine gewisse Rollenumkehr. Und die AfD hat immer schon in der politischen Landschaft dazu geneigt, sich so ein bisschen in der Opferrolle zu stilisieren und zu sagen, also wir sind Angriffen von den Etablierten, von den politischen Eliten ausgesetzt und wehren uns dagegen. Und das hat Herr Brandner auch sehr deutlich gemacht. Also diese Opferrolle ist ein Stück der auch der, sagen wir mal, programmatischen Identität der AfD. Herr Richter, interessanter Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass sich die Stimmung in Sachen AfD im Land ändert. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, ob dem wirklich so ist. Wir haben aber noch Auszüge aus der Rede, ich habe es versprochen, von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl. Da wollen wir natürlich auch zuerst erstmal reinhören. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären alle wirklich dumm. Und Sie möchten, dass die ganze Welt es erfährt. Dann gehen Sie auf die Demo gegen rechts. Denn Sie gehen auf die Demo gegen rechts, weil das Einzige, was Sie dann politisch tun, etwas ist, was überhaupt keinen Einfluss hat auf die Probleme in unserem Land. Wenn wir heute in unser Land schauen, dann sehen wir ein Land im Niedergang. Nicht nur ökonomisch, da sehen wir es, da merken wir es selbst. Es ist demografisch im Niedergang, es ist kulturell im Niedergang, es ist politisch so schwach,
dass man ihm seine eigenen Pipelines wegsprengen kann. Es ist militärisch ein Schatten seiner selbst. Wer uns in der Welt noch liebt, liebt uns für das, was unsere Großeltern und Urgroßeltern aufgebaut haben. Und er bemitleidet uns für das, was unsere heutigen Politiker tun. Und wer jetzt auf die Demo gegen rechts geht, der kämpft nicht dafür, dass sich das ändert, sondern er kämpft gegen die, die es ändern wollen. Das ist der politische Offenbarungseid unserer Gegner. Wenn die Regierung in den Händen von Leuten mit dem geistigen Niveau von Saskia Esken und Ricarda Lang ist, liebe Freunde, dann braucht man sich nicht darüber aufzuregen, dass kein Zug mehr pünktlich kommt. Dann müssen wir dankbar dafür sein, dass überhaupt noch ein Zug fährt. Denn man kann nicht ein Land in die Hände von Leuten geben, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind. Und dann glauben, dass dieses Land funktioniert. Wir übergeben die Regierung dieses Landes Leuten, die so dumm sind, dass wir sie noch nicht einmal eine McDonald's-Filiale leiten lassen würden. Und das ist, wenn man es sich erzählt, unheimlich lustig. Aber jeder, der seine Stromrechnung sieht, jeder, der jetzt seine Nebenkostenabrechnung erwartet, jeder, der vielleicht schon jetzt so viele Abzüge hat, dass er Angst hat, wie kriegt er den Kühlschrank voll bis zum Monatsende, dem bleibt doch das Lachen im Halse stecken. Und natürlich wissen die Eskens und Lang ganz genau, dass sie gegen uns jede Diskussion verlieren. Und weil sie die Diskussion verlieren, wollen sie die Argumente verbieten. Denn das ist ja das Nächste. Wer gestern die gruselige Pressekonferenz von Nancy Faeser und Haldenwang angeschaut hat, der weiß ja, es ist vorbei mit der Freiheit, wenn es nach diesen Leuten geht. Bislang galt der Satz, alles ist erlaubt, was nicht verboten ist. Und jetzt kommt, auch das, was nicht verboten ist, soll dazu führen, dass ihr nicht mehr ein- und ausreisen könnt, dass es kein Bankgeheimnis mehr für euch gibt, dass es keine Versammlungsfreiheit mehr für euch gibt. Warum? Weil diese Leute wissen, ihre Zeit ist um. Wir werden sie aus ihren überbezahlten Politikerposten vertreiben und auf dem ersten Arbeitsmarkt ist wegen ihrer mangelnden Qualifikation kein Platz. Und deshalb werden sie aggressiv werden. Und in diesen Kampf gehen wir herein, für unsere Heimat und für unser Recht, wir selbst zu sein. Es gibt keine große kulturelle Leistung der Deutschen der letzten 20 Jahre, die in irgendeiner Form relevant wäre. Kein Stück Skulptur, keine Malerei, keine Architektur, kein Film. Es gibt nichts mehr. Alles, was uns reich macht, sind Ideen aus der Kaiserzeit und kurz danach. Alles das, was unsere Welt zurzeit dominiert, es kommt aus Amerika oder es kommt aus China. Liebe Freunde, sind wir dumm geworden? Nein, aber wir lassen uns von Dummen regieren. Das ist das Problem, gegen das wir antreten. Wir werden hingehen und werden unseren Mitbürgern sagen, überlegt doch mal, warum bei euch jetzt die große Angst vor der Nebenkostenabrechnung ist. Wir werden den sozial Schwachen sagen, wer ist denn schuld, dass trotz eurer Bemühungen am Monatsende der Kühlschrank nicht voll ist. Wir werden denen, die hart gearbeitet haben, die was aufgebaut haben, den kleinen Unternehmern die Frage stellen, warum wollt ihr das ererbte und mühsam ersparte Einfamilienhaus jetzt verkaufen müssen, weil ihr keinen Kredit mehr bekommt für die Zwangssanierung, die euch der Habeck aufbrummt. Nicht wir sind das Problem, liebe Freunde, sondern wir sind die Lösung, die es schafft, dass es hier wieder aufgeht. Dafür sind wir da. Und diese Lösung heißt, dass wir uns zunächst einmal wieder der Realität widmen. Wir leben in einer Politik, die völlig virtuell geworden ist. Das jüngste Beispiel ist ja ganz klar. Treffen sich ein paar Leute in Potsdam zum privaten Treffen, mehr CDU als AfD dabei. Was wird daraus gemacht? Eine zweite Wannsee-Konferenz. Da fragt man sich, ist das jetzt schon Verharmlosung des Nationalsozialismus oder nur die typische Doofheit der Journalisten? Aber es ist ja keine Realität, aber diese Nicht-Realität, diese virtuelle Realität führt dazu, dass viele Leute,
und zwar Menschen, die sich alle für sehr viel schlauer halten, als wir hier im Saal, auf die Straße gehen und demonstrieren. Was läuft denn schief mit diesen Leuten? Was läuft da schief, dass ein Gruppenzwang entsteht, dass man, um zu den Guten zu gehören, man ganz offensichtlich Lügen hinterherlaufen muss und zuschaut, wie die eigene Heimat den Bach runtergeht? Das Problem geht doch über die Politik heraus. Wir haben doch ein Elitenproblem auch in den Schulen, ganz besonders an den Universitäten. Wir haben es auch in der Wirtschaft. Wir haben Automanager, die ihre Unternehmen kaputt machen, obwohl sie genau wissen, dass Elektromobilität nicht funktionieren wird. Warum? Weil ihnen ihre eigene Pension und ihr Job wichtiger ist als das Überleben der Unternehmen und der Arbeitsplätze, um die es geht. Und auch denen sagen wir, es ist genug. Zurück zur Realität. Und die Realität ist doch ganz einfach. Ich bin ich. Ich bin ein Mann, Kind meiner Eltern. Es gibt nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und alles andere ist Hirngespinst. Das ist die Wahrheit. Wir sind die Kinder unserer Eltern und wir setzen fort, was wir bekommen haben. Wir sind nicht ihre Richter. Unsere Eltern haben uns etwas aufgebaut in der Hoffnung, dass wir aufbauen und es unseren Kindern weitergeben. Und deshalb sind unsere Vorfahren auch keine Verbrecher. Und wir lassen sie uns nicht dazu erklären, sondern wir sind stolz auf das, was wir sind, als Kinder unserer Eltern, als Enkel unserer Großeltern. Das gehört zum Menschsein dazu. Und nur gesunde und verwurzelte Menschen, die können etwas aufbauen, die können ein Land errichten und die können auch eine schwache Regierung zum Teufel jagen, da wo sie hingehört. Und weil wir in einer Linie stehen mit unseren Vorfahren und unseren Kindern, stehen wir auch untereinander in einer Linie. Ja, liebe Freunde, wir sind ein Volk. Wir gehören zusammen. Wir feiern gemeinsam. Wir sprechen dieselbe Sprache. Uns schmeckt dasselbe Bier. Und wir haben dasselbe Brauchtum. Wir sind sozialisiert über dieselben Märchen. Wir denken ähnlich. Unsere Vorfahren, sie haben gemeinsam gelitten, gekämpft, sind gemeinsam verführt worden und sie stecken heute in uns und schauen auf uns und sagen, schön, dass wir es weitergeht. Wir sind nicht allein, wir sind nicht Verbraucher und Atome, sondern wir sind eine Gemeinschaft, ein einig Volk von Brüdern, wie es bei Schillern heißt. Und deshalb haben sie Angst vor uns, weil gemeinsam sind wir stark gegen die Phalanx der Dummen, der Verleumder, der Eskens, der Langs und all jener, die uns unsere Heimat nehmen wollen. Das, was uns zusammentreibt, ist das, dass wir echt sein wollen. Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts. Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt. Aber echte Frauen inspirieren uns. Wenn nur Männer da wären, wäre es doch furchtbar. Wir würden uns nicht streiten, wir würden alles rationalisieren. Wo bleibt die Empathie? Wo bleibt die Fähigkeit, durch Intuition Dinge zu erkennen? Wo bleiben die, die uns die Hand auf die Schultern legen und sagen, jetzt ist mal gut? Wo bleiben die, die durch Blicke Entscheidungen treffen können? Liebe Frauen, seid Frauen. Und zur Weiblichkeit gehört die Mutterschaft dazu. Das ist das, was uns inspiriert. Das ist das, was uns groß macht. Echte Männer, echte Frauen, ein echtes Volk, das was aufbaut. Schluss mit dem linken Umerziehung. Wir sind in den Händen von Leuten, die Deutschland hasst und sind froh, wenn Diplomaten anderer Länder kommen und unsere eigene Regierung daran hindern, uns noch mehr zu schaden, als sie es wollen. Und die AfD ist dazu da, dass diese Leute wieder Deutsche treffen, die so sind, wie man sich Deutsche vorstellt. Ehrlich, treu, patriotisch, klug, zukunftsgewusst und friedensliebend, meine Damen und Herren. Wir werden Deutschland am Ende dieses Jahres anders hinterlassen, als wir es zum Anfang des Jahres übernommen haben. Und ich verspreche euch, es wird ein besseres Deutschland sein für uns. Und es wird ein schlechteres Deutschland sein für die Fäsers, Haldenwangs und Scholzens dieser Welt. Die braucht eh kein Mensch. Aber Deutschland braucht uns und dafür treten wir ein.
wenn wir uns die politische Klasse anschauen, und ich sehe sie ja in Brüssel in Rheinkultur, wenn ihr nach Bayern, wenn ihr nach München geht, wenn ihr nach Berlin geht, dann gibt sich die CDU-CSU ja immerhin noch die Mühe, euch zu belügen. Merz wird heute irgendwo hier in Bayern erzählen, dass die Grünen der politische Gegner sind. Vermutlich. Er wird also so tun, als gäbe es einen Unterschied zwischen ihm und den Grünen. Und man muss ihm sagen, immerhin, er weiß, dass er lügen muss. Aber zwischen Frau von der Leyen und Robert Habeck passt kein Blatt Papier. Wenn sich die CDU-CSU im Inland über das Heizungsgesetz aufregt, dann soll sie uns doch mal erklären, warum wir in Brüssel genau dasselbe von einer CDU-geführten Kommission bekommen. Wenn wir uns über die Probleme mit dem Lieferkettengesetz aufregen, was unserer mittelständischen Wirtschaft die Lieferketten zerstört, warum kommt dasselbe dann als Kommissionsvorschlag von einer Kommissionspräsidentin von der Leyen? In Brüssel gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Grünen und CDU/CSU. Und deshalb ist die Aufgabe, die wir haben, dass all jene, die zwar erkennen, dass dieses Land von der Ampel kaputt gemacht wird, aber meinen, weil in den 80er Jahren die CDU mal eine bessere Politik gemacht hat, müsse man 2024 CDU/CSU wählen, dass wir denen klar machen, das ist eine Falle. Es gibt keine andere Partei außer der AfD, die nicht grün ist. Entweder wir wählen den grünen Irrsinn oder wir wählen AfD. Mehr ist nicht. Nehmt es zur Kenntnis. Und das heißt im Übrigen gar nicht, dass alles bei uns schon perfekt wäre. Jede Partei hat ihre Schwächen. Unsere sind sehr klein geworden über die Zeit. Aber auch wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Herrn Meuthen. Das große Thema unserer Gegner ist das Wetter in 100 Jahren. Leute, die keine Berufsausbildung abgeschlossen haben, wissen ganz genau, wie man in 100 Jahren das Weltklima auf 1,5 Grad genau justieren kann. Liebe Freunde, das wissen Sie nicht. Ihr Plan lautet, dass ihr alle auf euren Wohlstand verzichten müsst. Ihr sollt kein Auto mehr fahren. Und wer sich einreden lässt, es wird genauso viele Elektroautos wie Benziner geben, der glaubt doch an den Weihnachtsmann. Nein, man möchte die Zahl der Autos reduzieren. Ihr sollt nicht mehr in den Urlaub fliegen. Ihr sollt kein Fleisch mehr essen, sondern Käfer. Wenn ihr ein Eigenheim habt, sollt ihr es aufgeben und sollt Mieter werden in irgendeiner Mietskaserne, die irgendeinem Haifisch oder einer Heuschrecke gehört, die euch regelmäßig die Heizung abdrehen werdet, wenn ihr auf Social Media AfD-Seiten besucht. Das ist die Regel. Ihr sollt, ganz offen gesagt, nichts mehr besitzen und glücklich dabei sein. Und die Wahrheit ist, ihr sollt nichts mehr besitzen und die Klappe halten. Und wir sagen, ihr sollt etwas besitzen. Ihr sollt wohlhabend sein. Ihr sollt genau so viel mit eurer Arbeit verdienen können, dass ihr euch eure Freiheit, euren kleinen Wohlstand, die materielle Basis eures privaten Glücks leisten könnt. Und dass ihr stark genug seid, Politikern ins Gesicht zu sagen, du redest Unsinn, dich wähle ich ab. Dich will ich nicht. Unser Problem ist nicht das Wetter in 100 Jahren. Unser Problem ist, dass unser Land zurzeit massiv unter Druck gerät und die Zeit davonläuft, es noch in den Griff zu bekommen. Wir hatten im Jahre 2013 2,3 Millionen Menschen, die neu dauerhaft nach Deutschland gekommen sind. Gleichzeitig haben etwas über 1 Million das Land verlassen. Ich vermute, es haben Hochqualifizierte das Land verlassen und es sind Harzer reingekommen. Wenn wir die Grenzen nicht zubekommen, und zwar schnell zubekommen, meine Damen und Herren, wird es schwer, hier überhaupt noch was zu retten. Und deshalb bleibt Einwanderungskritik und bleibt Grenzsicherung die Kernkompetenz der AfD. Wir müssen diese Grenzen dicht kriegen. Es muss Schluss sein, dass hier Millionen ins Land kommen und sich auf eure Kosten durchversorgen lassen. Das geht nicht. Wenn hier Millionen einwandern, von denen auch nach Jahren noch über 50% Harzen, also Bürgergeld bekommen, meine Damen und Herren, jawohl, dann muss ein Großteil von denen das Land auch wieder verlassen. Remigration ist und bleibt das Gebot der Stunde und nicht nur das Wort des Jahres. Und dafür stehen wir. So, Immanuel Richter, noch uns zugeschaltet. Wir haben gerade bei Stefan Brandner schon über die Inhalte gesprochen. Maximilian Krah hat sich jetzt auch an Saskia Esken und eben auch an Ricarda Lang abgearbeitet. Viele andere Dinge noch. Welche Inhalte hat er geliefert?
Naja, also zunächst einmal war alles ziemlich schwer verdaulich und es gab so ein paar Stellen in seiner Rede, wo man klar sagen muss, das ist außerhalb unserer Verfassungsgrundsätze. Das verstößt gegen die ersten zwei, drei oder vier Grundrechtsartikel, wenn er eben rassenideologische Phrasen auf den Lippen hat und von echten deutschen Männern spricht oder, was war die Rede, gesunde und verwurzelte Menschen. Echte Männer sind rechts. Echte Männer sind rechts. Männer sind rechts. Remigration, ja, genau, ist das Gebot der Stunde, kam jetzt hinten raus. Ja, genau. Und das ist ja die Anknüpfung, also die wörtliche Anknüpfung an dieses Treffen in Potsdam, was ja erst den Protest auf den Straßen ausgelöst hat in Deutschland. Also insofern gießt er da noch Öl ins Feuer. Und ich weiß nicht, ob das seiner Partei nutzt. Ja? Also ich meine, wenn man das als Nicht-AfD-Mitglied hört, dann wird man vermutlich eher zusammenzucken und sagen, das ist überhaupt keine persönliche Perspektive. Und das spricht dann auch eine Mehrheit der Menschen nicht an. Sondern das ist in der Tat ja eine Art von Aufputschen und von Deutschnationalismus, der sehr bedenklich ist und der tatsächlich in Passagen seiner Rede verfassungsfeindlich ist. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Also insofern wird diese Rede vermutlich auch sehr genau beobachtet werden von den Verfassungsschutzorganen. Und das andere, was ich sehr auffällig fand, war eben einerseits wieder das Gender-Thema. Also das ist ein beliebtes Polemiker-Thema, das eben von rechts sehr stark in den Vordergrund geschoben wird. Übrigens ja auch von Sarah Wagenknecht und ihrer neuen Partei. Und das andere war dann doch, das hat man auch schon vorher in der Rede von Brandner gesehen, die Angegriffenheit, mit der die AfD auf die vielen Proteste auf den Straßen in den letzten Wochen reagiert. Also man fühlt sich doch offenbar sehr genau angesprochen und ist in gewisser Weise betroffen und wehrt das jetzt ab, indem man eben diese Menschen in gewisser Weise verunglimpft, was natürlich den Protest vermutlich nur noch stärken und nicht schwächen wird. Also insofern eine etwas waghalsige strategische Positionierung, die Herr Krader vorgenommen hat. Da greife ich unser Gespräch vorher nochmal auf, Herr Richter, weil Sie es eben gesagt haben und jetzt auch nochmal erwähnt haben, die Proteste. Sie sagten, die Stimmung gegenüber der AfD im Land ändert sich. Ist dem denn tatsächlich so? Ja, es sind mehr Proteste, es sind viele Menschen auf der Straße, aber wenn man die nackten Zahlen oder die Fakten, die sich die Zahlen anschaut, in Berlin bei der Wahl am Wochenende, der Nachwahl gab es Gewinne und auch der Wahltrend, da macht die AfD auch keine großen Verluste. Also an den Zahlen ändert sich ja nichts. Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, eine Stimmung, in der eben das Verhalten und die Programmatik der AfD gewissermaßen problematisiert wird. Das heißt, also man spricht darüber, was wollen die denn eigentlich? Und wenn Herr Grah das eben zum Ende seiner Rede dann nochmal auf den Begriff bringt, Remigration, dann zeigt sich eben, das ist ein hoch umstrittenes Verhalten und ein hoch umstrittener programmatischer Punkt in Hinblick auf die Zuwanderungsproblematik, der eben viele Menschen in die Empörung treibt und dazu veranlasst, auf die Straße zu gehen. Also insofern ist das nochmal eine Zuspitzung. Das wird sich vermutlich tatsächlich nicht so niederschlagen, dass man jetzt sagen kann, damit wird der hohe Anteil, den die AfD in Prognosen hat, jetzt auch im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen, da wird dieser hohe Anteil sofort minimiert. Aber es wird deutlich, dass eben eine Mehrheit in der Bundesrepublik, in der Bevölkerung da ist, die eben diese Art von programmatischer Zuspitzung und diese Art von Politikvorhaben überhaupt nicht gutheißt und auch darauf verweist, dass das in gewisser Weise gegen unsere demokratische Kultur spricht, zum Teil sogar gegen unser Grundrecht verstößt. Also insofern, die das nochmal sehr stark problematisiert, auf den Punkt bringt und damit vielleicht ein bisschen Aufklärung leistet. Also wie gesagt, ob sich das in AfD-Wähleranteilen unmittelbar niederschlagen wird, da habe ich auch meine Zweifel. Aber es ist eben eine Art von politischer Bewusstseinsbildung, die dringend notwendig ist, um eben die Programmatik der AfD auch nüchtern beurteilen zu können. Professor Manuel Richter mit seiner Einordnung live zugeschaltet aus Wiesbaden. Ganz herzlichen Dank. Gerne.